Die Renaissance der 80er Jahre tut ja vor allem jenen gut, die in eben diesem Zeitalter höchst erfolgreich waren. Duran Duran zum Beispiel. Sie waren eine der größten Bands in den 80er Jahren und haben dann leider einen sehr bitteren Abstieg hinnehmen müssen. In den 90er und 0er Jahren haben diese Synthies dann nicht mehr so gezogen, wie sie es noch in den 80er Jahren getan haben. Jetzt aber, durch die Renaissance der 80er, treffen sie wieder den Zeitgeist und das Pendel scheint wieder in ihre Richtung auszuschlagen. Dementsprechend müssen wir uns das 15. Studioalbum von Duran Duran jetzt näher anschauen. Hi, ich bin der Martin und wie immer darf ich euch begrüßen bei Penread Music zu einer neuen Review. Heute geht's um Duran Duran. Wenn euch alles gefällt, was Michael so macht, dann bitte abonnieren. Sonst sprechen wir über eine Band, die seit 1978 existiert und maßgeblichen Anteil an der Second British Invasion der USA in den 80er Jahren hatte. Duran Duran. Sie zählten zu den größten Popstars der 80er Jahre, mussten sich dann aber mehr und mehr damit abfinden, dass eben ihr Sound nicht mehr so ganz zündete. Sie haben 1995 ein Album rausgebracht, das heißt Thank You, und das wurde vom Q Magazin gar zum allerschlechtesten Album aller Zeiten gewählt. Also da hat dann nicht mehr viel zusammengestimmt. Die Band selbst ist ein wenig in Turbulenzen geraten, viele Bandmitglieder sind ausgestiegen, man hat dann einen Wechsel vollzogen. Der ist gekommen, der ist gegangen. Jetzt, vor einigen Jahren, hat sich aber die ursprüngliche Version wieder zusammengefunden. Die vier, wir würden nicht sagen Gründungsmitglieder, aber zumindest jene Mitglieder, die am meisten Erfolg zusammen gefeiert haben in den 80er Jahren, sind wieder zusammen und sie haben es geschafft, jetzt eben auch auf längere Zeit wieder zusammen zu sein und zusammen zu bleiben und haben jetzt ein neues Album herausgebracht. Das 15. Album Future Past heißt es. 6 Jahre nach dem 14. Album Paper Gods, also wieder mal Neues von Duran Duran. Der Sound hat sich dabei nicht wirklich geändert, sie bleiben sich treu. Die Synthies sind ja im Jahr 2021 höchst angesagt und dementsprechend kann man davon ausgehen, dass dieses Album auch zünden wird. Jetzt. Klotzen, nicht kleckern, so kann man es benennen, wenn man sich die Produktion anschaut. Für den Sound hauptsächlich zuständig ist der britische DJ Errol Alkan, der auf 9 von 12 Songs als Produzent tätig ist. Aber er ist nicht der Einzige, sie haben sich auch den ein oder anderen prominenten Produzenten mit ans Board geholt, unter anderem Mark Ronson. Über Mark Ronson müssen wir nicht mehr viel sprechen, er ist und bleibt einer der angesagtesten und auch erfolgreichsten Produzenten dieser Tage. Spannend aber auch, Giorgio Moroder gibt sein Comeback. Giorgio Moroder ist wieder da, Giorgio Moroder produziert Duran Duran. 2 Songs hat er aufgenommen mit ihnen. Okay, das ist natürlich immer spannend. Der alte Großmeister, der ja mit Disco-Hits und mit futuristischem Sound vor allem eben in den 80er Jahren höchst erfolgreich war, hat sich da zusammengetan mit einer Band, die eben auch in diesem Zeitalter alles erreicht hat, was man so erreichen kann. Das tut dem Tanzwort der Nummern dann dementsprechend gut. Interessant vielleicht noch zu erwähnen ist, dass die Band ja eigentlich keinen fix besetzten Gitarristen hat. Den haben sie sich aber geholt in Person des Blur-Gitarristen Graham Coxon. Ja, und der bringt dann richtig viel Schärfe und richtig viel Tiefe in die Songs nochmal hinein. 12 Songs, 51 Minuten, fertig ist das Ding. Es beginnt mit Invincible. Ein Song, ja, da hört man schon in den ersten Millisekunden, dass sich Duran Duran weiterhin dem Sound der 80er Jahre verschrieben hat. Auch wenn es hier etwas funkiger zur Sache geht, im Gegensatz zum Rest, was man sich so vielleicht von Duran Duran erwarten würde, hört man schon, okay, diese Band kommt aus diesem Zeitalter. Und das ist definitiv nicht schlecht. Wie gesagt, diese Synthes, die sie hier präsentieren, der Bass, die Gitarre, hier stimmt ziemlich viel zusammen. Ein sehr solider Opener. Nicht unbedingt der große Ohrwurm, aber ja, für den Start eines Albums gar keine schlechte Wahl. Dass das Album Future Past heißt, ist kein Wunder, weil man hört es in diesem Sound schon. Wir nehmen das, für das wir so bekannt wurden, und bauen es eben jetzt neu aus oder neu zusammen für die Zukunft. Und das funktioniert hier tatsächlich schon recht gut. Das hört man dann vor allem schon gleich im ersten Highlight dieses Albums, das ist der 2. Song All of You. Der baut sich als Disco- und Funk-Titel auf und hat dann einen Refrain, wo man sich denkt, ja, bitte, genau so soll sein. Die Gitarre von Coxon kann man hier definitiv als perfekt integriert betiteln. Hier stimmt wirklich alles zusammen. Das ist so ein Song, wo man sich denkt, okay, die sind vielleicht schon ewig lang dabei, aber sie haben nichts verlernt davon. Sie können immer noch extrem gute, extrem abhängig machende Musik schreiben. Und auch, dass Sänger Simon Le Bon nach 40 Jahren, über 40 Jahren, tatsächlich noch überhaupt nichts von seiner Stimmkraft verloren hat, ist vielleicht auch noch etwas, was man erwähnen sollte. Er hört sich exakt gleich an wie früher. Also ich weiß nicht, ob er wenig geraucht hat, nie Alkohol getrunken hat oder exzessiv beides gemacht hat und immer weitergemacht hat. Auf jeden Fall, es klingt wirklich sehr, sehr ansprechend. Also massiven Respekt davor, dass er so eine Stimme immer noch hat.
ein sehr beachtenswerter Track, der sehr viel Lust auf mehr macht. Dann denkt man sich, okay, wenn das schon so gut startet, dann schauen wir mal, was Track 3 bietet. Und das ist dann der Song Give It All Up. Ja, und der klaut Ariana Grandes Passagen aus Save Your Tears. Zumindest klingt es ja dann auch, also es ist eigentlich ident. Hier hat man sich die schwedische Sängerin Tove Lo hereingeholt. Ja, und die sorgt für eine spannende Strophe, aber der Refrain, der will irgendwie nicht so richtig reingehen. Da kommt man irgendwie nicht so richtig in die Gänge. Man muss so richtig viel ziehen, aber er schafft es irgendwie nicht so richtig, Wumms aufzunehmen, Fahrt aufzunehmen. Und sie kann dann dementsprechend auch nicht wirklich weiterhelfen. Duran Duran gibt sich hier etwas mysteriöser als auf den ersten zwei Tracks, aber der große Funken an Euphorie, der will einfach nicht überspringen. Die Band feiert sich schließlich mit Anniversary. Sie feiern das 40-jährige Bestehen ihrer Band, wobei streng genommen gibt es sie ja schon seit 1978. Jedenfalls ist das ein Song, wo man sich denkt, okay, passt, da geht es jetzt richtig los. Der Refrain, der macht so richtig viel Laune, also das ist schon sowas, wo man sich denkt, passt, gib mir mehr davon. Ich will wirklich so eintauchen in diese 80er-Schiene, in dieses Synthie-Pop-Universum, das da geboten wird. Und gleichzeitig ist es aber auch so ein Song, der, ja, der Refrain steht schon ziemlich im krassen Kontrast eigentlich zu den Strophen. Wir haben in den Strophen eine ordentliche Percussion und ein härteres Riff, aber dann eben einen sehr harmonischen Refrain. Hier galoppiert man so richtig mit der Band mit, das hat einen guten Drive, das macht Spaß. Der titelgebende Song Future Past versteht sich dann als große Synthie-Ballade, aber da will irgendwie auch nicht so richtig die Euphorie aufkommen. Es passiert nicht viel, außer dass sich der Sänger Le Bon wirklich alles aus dem Leib singt. Also das muss man ihm schon zugute halten. Coxon probiert zum Schluss dann auch noch mit einem Gitarrensolo den Song irgendwie in das 21. Jahrhundert zu hieven, aber das gelingt leider nicht. Er steckt dann doch mehr in den 80er Jahren fest wie jetzt im 21. Jahrhundert. Solide, okay, aber jetzt nicht sonderlich, ist einfach meh. Dann erst der Auftritt von Giorgio Moroder und Beautiful Lies. Typischer Sound von Moroder, die Synthes dröhnen, ja, und der Sound ergibt sich mysteriöser, als er eigentlich ist. Es geht dann auch gleich weiter mit dem zweiten Moroder-Song, nämlich Tonight United, und das ist eigentlich nichts anderes, also es hat mich sehr stark erinnert als einen Beitrag von Giorgio Moroder für einen Eurovision Song Contest Teilnehmer. Es ist ein wenig altbacken. Bis auf die Basspassagen ist das hier ein austauschbarer Song. Der ist wirklich auch sehr meh. Wieder etwas schwermütiger und ernster wird es dann in der Ballade Wings. Und das ist auch gut so, denn dieser Song lässt sich über 5 Minuten Zeit, um alles zu erzählen, was er erzählen möchte. Das ist ein absolutes Highlight dieser Platte. Der Aufbau und die Umsetzung, die können sich definitiv hören lassen. Diesen Schwung wollen sie dann natürlich in Nothing Less mitnehmen und das gelingt ihnen auch. Hier passt auch wieder alles. Die Synthes, die Melodie, die Gitarre von Coxon, die ein wenig an einen Wildwestern-Streifen erinnert, die Melodie, alles passt hier. Also, man kann definitiv sagen, es rauscht, es wird sich bedankt und es wird wieder so dahin geritten. Die letzten drei Songs haben dann jeweils ein Feature parat. Hammerhead startet diesen letzten Dreiklang, wenn man so möchte, mit Ivory Doll. Und die kann tatsächlich sehr viel dazu beisteuern, dass dieser Song ziemlich lässig wird, weil die Strophe von ihr ist wirklich sehr, sehr eingängig, sehr fantastisch und man hat eine schöne Diskrepanz geschaffen zwischen eben diesen 21. Jahrhundert, 2021 Sound und dann doch wieder diesen Grundelementen, diesem Grundsound, den Duran Duran hier anbietet. Und das funktioniert und harmoniert dort tatsächlich sehr gut. Ein Funk-Song mit anständigen Chören im Refrain, was man so auf diesem Album auch nicht immer unbedingt hört. Also hier ist es sehr rund, anders ist es dann leider bei More Joy. Hier haben sie sich die japanische Frauenrockgruppe Chain eingeladen und die geht leider komplett unter. Also man hört hier nicht viel Einfluss von ihnen, außer dass Duran Duran sich gedacht hat, wir haben eine japanische Gruppe dabei. Das heißt, wir machen einen absolut japanisch-stereotypischen Song dazu und wir wollen klingen wie ein 80er-Jahre-Videospiel, also sehr retrospektiv betrachteter, minimalistischer Beep-Sound, den man nicht wirklich braucht. Tut mir ein wenig leid für Jane, weil ich glaube, die hätten auf jeden Fall mehr drauf gehabt, um da wirklich was rauszuholen, aber man hat sich offenbar in diese Richtung entschieden und das ist dann nicht sehr passend, um es nett auszudrücken. Aber am Ende gibt es dann trotzdem noch ein großes Highlight für alle HörerInnen und das ist der letzte Song, Falling. Den haben sie aufgenommen mit dem britischen Pianisten Mike Garson und der war ja sowas wie der Haus- und Hofpianist von David Bowie. Das sind dann knapp 6 Minuten, die
vollkommen zum Genießen da sind. Das hat extrem viele Ebenen, dieser Song, sehr viele Tiefen. Und vor allem auch irgendwie hat man das Gefühl, dass es sich um eine Jam-Session handelt, wo sich jeder Musiker so durchhantiert. Jeder darf mal was machen, jeder darf was zeigen. Das ist dann extrem spannend gemacht. Jeder gibt sich genug Raum, um glänzen zu können und nimmt sich dann eben wieder zurück, wenn der andere was machen darf, was machen soll. Und es kommt dann wirklich eine sehr gute Komposition heraus, die ein wirklich überraschend starkes Duran Duran-Album dann auch abschließt. Ganz ehrlich, damit habe ich nicht unbedingt gerechnet. Ich bin ein wenig überrascht. Normalerweise ist es ja so, dass so Bands aus den 80er Jahren, die schon einmal diesen Weltruhm erreicht haben, mit den ihnen bekannten Mitteln da auch wieder zurückkommen wollen. Und Duran Duran ist da keine Ausnahme. Sie haben sich natürlich weiterhin ihren Sound verschrieben und sie probieren es immer noch mit diesen Synthes. Der Unterschied ist halt jetzt, dass diese Synthes wieder angesagt sind, dass sie wieder funktionieren, dank The Weeknd, dank Dua Lipa, dank diesen ganzen großen Popstars, die es der Zeit die nichts anderes machen, wie sich eigentlich wieder in die 80er Jahre zurückversetzen wollen. Ganz großen Experimente darf man sich jetzt nicht mehr erwarten, bekommt man auch nicht, so wie den roten Faden, der sich durch dieses Album zieht, den gibt es eigentlich auch nicht. Das ist eine gute Aneinanderreihung von wirklich teilweise sehr guten Popsongs und dann so von so durchschnittlich soliden Songs, die man sich anhören kann, aber die einen jetzt nicht unbedingt dazu bewegen würden, sich dieses Album nochmal anzuhören. Die sind aber zum Glück relativ wenige, also von diesen 12 Songs kann man sicherlich 10 immer hören. Wirklich ein sehr solides, sehr gutes Werk, für mich eine der Überraschungen dieses Jahres. Gerade die Hereinnahme von Coxon als Gitarrist hat sich dabei als absoluter Königstransfer ausgewiesen. Das hat, glaube ich, schon nochmal ganz viel ausgemacht, dass dieses Album eben so stark wurde und dass dieser Sound dann nochmal tiefer und besser wurde, wie er eigentlich ohne ihn wäre. Also das sicherlich perfekt umgesetzt. Ja, wie gesagt, für mich eine der größten Überraschungen dieses Jahres und ich kann diesem Album dementsprechend dann auch 4 von 5 Penrits oder eine schwache 8 von 10 geben. Das war die Review zu Duran Duran's Future Past. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bitte liked es, bitte abonniert den Kanal. Ja, und dann sehen wir uns in ein paar Tagen hoffentlich wieder beim nächsten Video, bei der nächsten Review. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ciao.